Hallo und herzlich willkommen im Germany's Next Topmodel Finale. Ich bin euer Moderator und heute entscheidet sich, wer wird Germany's Next Topmodel 2021. Wir haben hier zum einen zu meiner Linken den Opel Mokka E. Ein vollelektrisches Modell, 136 PS, 324 Kilometer Reichweite. In der Stadt ist er noch ein bisschen flinker vorm Kaufhaus. Hier in der ein bisschen gediegeren Ausstattungsvariante Ultimate. Und zu meiner Rechten haben wir hier ganz oldschool einen Verbrenner, 130 PS, 8-Gang Automatik in der sportlichen GS-Line. Wer wird es wohl sein? Wer wird es wohl machen? Ich nicht. Ich habe es nie ins Finale geschafft, nicht mal in die Sendung. Wird auch nicht mehr passieren. Ihr seid gelandet eigentlich bei The Car Garage Review. Wir vergleichen beide Modelle und suchen uns aus, ob vielleicht eins von beiden euer Top-Modell 2021 ist. Der Kanal ist es auf jeden Fall, vor allem nach der Einleitung. Abonniert den. Ich bin der Jan. Und dann geht es jetzt auch los mit mir und dem oder dem. Erstmal beginne ich so ein bisschen ganz entspannt. Wir sprechen drüber, wo kommt eigentlich der Mokka her, wo geht's mit Opel hin. Wir sind ja hier in Rüsselsheim. Da oben scheint mal 50 Jahre Designstudio gewesen zu sein. Hinter mir ist das Adam Opel Haus. Sucht's euch aus, ja, und dann spricht man natürlich so ein bisschen drum, das Auto gibt es seit 2012. Ne? Damals noch unter GM-Regie auf GM-Plattform. Und ganz spannend war zu dieser Zeit, 2017 hat man sich getrennt. Beziehungsweise eigentlich wollte GM Opel, glaube ich, nicht mehr. Und PSA hat gesagt, hier, gebt sie uns, wir wollen sie, wir lieben diese deutsche Marke. Ja, und das ist eigentlich von Anfang an typisch französisch eine richtige Romanze. Warum? Naja, die Franzosen haben zum Beispiel mit der Combo Modular Plattform, also der, auf der jetzt steht hier, oder mit EMP2, richtig gute Konzepte. Warum ist diese Plattform hier so gut? Ihr seht schon, ne? Weil hier passt nicht nur ein Verbrenner rein, hier passt auch der E-Antrieb rein und normale Hybride. Das Einzige, was nicht reinpasst, sind Plug-in-Hybride. Ganz spannend übrigens. Wir haben allerdings auch auf der CMP-Plattform, Comulach-Plattform, andere Modelle im Konzern, den DS3 Crossback zum Beispiel, wir haben den Peugeot 2008, den 208, die es ja auch beide elektrisch gibt. Wir haben allerdings auch noch den Corsa E, also das Schwestermodell von dem oder dem, den es auch als Corsa gibt. Also da ist man sehr flexibel in diesem Konzern. Und ganz neu vorgestellt haben wir euch den Citroën C4 und den eC4, der ja auch ganz gut ankam. Was natürlich viele befürchten, ist, dass es zu einer kleinen Verwässerung von solchen Marken führt. Ne? Was ich nicht denke, weil bei VW funktioniert es ja auch ganz gut. VW T-Roc funktioniert gut, Ford Puma funktioniert gut, Hyundai Kona funktioniert gut. Und dann spricht man über das Design. Experimental X war ja so ein bisschen die Designstudie, wo der sich sehr stark dran orientiert hat. Und die wiederum hat sich am Manta A orientiert. Ich glaube, der Manta B war bei Manta Manta damals. Wenn ich was Falsches sage, wir haben genug Fans da draußen oder Zuseher, sagt man eher, die mich da sowieso immer korrigieren. Ne? Ja, und jetzt spricht man dann drum, dieses Auto ist natürlich insgesamt, kann man sagen, geschrumpft. 13 cm geschrumpft im Vergleich zum Vorgänger. Das liegt an der neuen Plattform. Ja, im Vergleich zum Opel Corsa allerdings immer noch 9 cm länger. Und was dann natürlich ganz spannend ist, ist, dieses Auto ist breiter und flacher geworden bei nahezu identischem Radstand im Vergleich zum Vorgänger. Und der ist jetzt satte 12 cm flacher geworden im Vergleich zum Vorgänger. Mag man kaum glauben. Aber eigentlich ist es ja ein Vergleichsvideo und das beginnt genau jetzt. GS-Line, schwarze Motorhaube, die kostet 300 Euro Aufpreis. 300 Euro Aufpreis, diese Motorhaube. Und jetzt streiten die Opelaner ein bisschen. Wir haben hier ja den Visa vorne, ne? Dahinter versteckt sich dann die Sensorik für die Assistenzsysteme. Wir haben in beiden die Intellilux Matrix LED-Lichter, da steht es auch drin, schöne Tagfahrsignatur. Beide Optiken sehr reduziert, wie ich finde, aber
schwarzer Blitz auf der Seite, silberner Blitz auf der Seite. Ultimate und GS-Line sieht man schön im Vergleich. Hier hat man dann ja schön alles in Chrom, hier Chrom, während hier die Lufteinlässe schwarz sind. Hier unten ist auch alles schwarz, schön schwarz-weiß, während wir es hier in Chrom haben. Ja, und bei Audi ist es ja übrigens auch so, ne? Manche bei Audi sagen, schwarze Ringe, ich würde niemals was anderes kaufen, bist du deppert. Und bei Opel ist es auch so, manche sagen, hier dieser Ring ist so schön, der ist schöner als mein Ehering, außerdem passt der mir noch, ja? Und da will ich keinen schwarzen. Okay, was jetzt interessant ist, wir haben hier jetzt 18 Zöller drauf. Schaut es euch an, eine schöne zweifarbige Felge, während wir da drüben, das schauen wir uns dann später einfach an, eine haben mit roten Elementen. Was man sieht, wir haben hier natürlich schön ja, diese Dach- bzw. Fensterumrandung in Chrom. Ihr bekommt das Dach in Schwarz, Weiß, Rot oder Wagenfarbe lackiert. Und jetzt steht hier E drauf. Und dann fragt man sich natürlich, wo liegt der Akku? Schwarze Spiegelkappen haben wir natürlich auch. Der Akku liegt hier unten. Der muss in etwa, schätze ich, ein bisschen was unter 300 Kilo wiegen. Fast 50 Kilowattstunden, ne? Und sorgt für eine Reichweite von 324 bzw. in der Stadt sogar 455 km. Und hier lädt man den. Wie lädt man jetzt dieses Auto, lieber Jan? Erklär's uns. Ihr könnt den mit bis zu 100 Kilowatt laden. Dann wäre der, glaube ich, in 30 Minuten bis zu 80% voll. In 10 Minuten habt ihr dann wieder, was weiß ich, irgendwie fast 100 Kilometer Reichweite nachgeladen. Wenn ihr jetzt aber sagt, zu Hause an der Steckdose, das reicht mir doch, dann könnt ihr den einfach in 22 Stunden laden. Vielen reicht das, auch beim Corsa E übrigens schon, beim Schwestermodell. Oder an einer Wallbox mit 11 Kilowatt zum Beispiel dann ja in 4,5 Stunden vollladen, was echt interessant ist aus meiner Sicht. Verbrauch hier drin, auch ganz interessant, ja etwa 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Hier steht jetzt Mokka und ja, der Opel Blitz in Silber drauf. Und hier unten haben wir auch den Unterfahrschutz in Silber. Und natürlich kein Endrohr und ein E-Kennzeichen, wie ihr bemerkt habt, weil ist ja die E-Variante. Und wenn wir uns jetzt dieses Auto anschauen, dann sieht man hier schön rot, schwarz, rot zum Beispiel ja in den Felgen hier drin, beides sind 18 Zöller. Und wir haben hier natürlich einen ganz normalen Tank, weil ist ja auch ein ganz normaler Verbrenner. Ja, was ich jetzt interessant finde, Mokka in Schwarz, Opel in Schwarz und hier unten Schwarz und noch echte Auspuffendrohre, wo der VW-Konzern sich ja aus meiner Sicht völlig bescheuert immer noch schwer tut, die einfach zu zeigen. Aber jetzt sprechen wir über den Kofferraum, weil das ist spannend. 350 bis 1105 Liter. Und die unterscheiden sich kaum, außer, wenn ihr jetzt mal guckt, dieser doppelte Ladeboden, fällt beim Verbrenner ein bisschen größer aus als bei der reinen E-Version. Weil da haben wir, glaube ich, 350 bis 1060 Liter. Das kann man auch sehr schön vergleichen. Wenn ihr das mal anschaut hier, relativ ähnlich groß. Und wenn ihr hier reinschaut, ist das ein bisschen kleiner, dem Akku eben geschuldet. Wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, wie sich die Rückbank umklappt und wie viel Platz auf der Rückbank ist, dann hat Chassis ein Video zu dem gemacht, weil die wird eher die E-Version nehmen. Und ich habe einen zum Verbrenner gemacht, weil Chassis einfach immer gewinnt in solchen Streitigkeiten. Wahrscheinlich finde ich die E-Version auch ein bisschen interessanter aktuell. Das liegt allerdings auch an der Förderung. Und jetzt sprechen wir mal über beide Antriebskonzepte im Detail. Dafür mache ich euch erstmal diese Klappe hier auf. Ganz einfach. Opel spart auch nicht den hydraulischen Hubarm weg, was sehr schön ist. Und ich mache euch einfach fürs Bild auf dieser Seite vorne auf, weil, ja, muss ja symmetrisch sein, ne? Ich bin Deutscher, so, Symmetrie, mein Ding. Jetzt haben wir hier ein bisschen Technik natürlich drin und interessant ist, der wiegt 1,6 Tonnen etwa, während der hier 1,3 Tonnen wiegt. Der ist also 300 Kilo leichter. Jetzt haben wir hier ja viele Motoren. Wir haben nur 1,2 Liter Motoren. Die Benziner haben immer 3 Zylinder, der Diesel hat 4 Zylinder. 205, 230 Newtonmeter Drehmoment, während der Diesel 250 Newtonmeter Drehmoment hat. Okay, ganz interessant. Aber hier haben wir jetzt 300 Kilo mehr Gewicht, was ich finde sehr verschmerzbar ist. Und wir haben hier 100 kW, 136 PS. Und im ersten Video habe ich euch was Lustiges erzählt, denn der beschleunigt hier in 9 Sekunden auf 100. Ich habe damals 3,7 gesagt. So viel braucht er natürlich auf 50. Aber die Beschleunigung ist mega stufenlos hier drin, sehr gut. Er wird nur 150 km/h schnell.
Der hier wiederum wird 200 km/h schnell. Er braucht 9,2 Sekunden auf 100, ist also ein bisschen schneller. Der wiederum hier hat ein bisschen mehr Drehmoment. Der hier, ja, hat so einen Normverbrauch von 16 Kilowattstunden, eine Reichweite von 324 bis 455 Kilometer, habe ich euch gesagt. Während der hier wiederum ja mit seinem Tank eine erheblich größere Reichweite hat. Und dann ist natürlich vielleicht die Entscheidung vielleicht zwischen dem Diesel und dem Elektromodell auch interessant, aber den Diesel haben wir nicht hier. Also wollen wir gar nicht zu sehr über den Diesel sprechen. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, Jesse, welchen sollen wir zuerst innen zeigen? Innen? Also, kommt da mal mit. Wir zeigen zuerst Jessys Lieblingsmodell innen. Ja, und dann springen wir in den anderen rein. Achso, ja, da müsst ihr auch noch rein. Ja, jetzt kommen wir hier zum Mocha-Innenraum. Und es geht nicht darum, dass ich euch jetzt den wieder en Detail erkläre. Dafür haben wir eigene Reviews gemacht. Ich will euch allerdings die Unterschiede zeigen. Erstmal haben wir hier ja, Echtledersitze mit Alcantara in der Sitzfläche, richtig schön ausgeformt. Ja, da muss sich Opel nicht so richtig vor Audi verstecken. Ne? Dann haben wir hier natürlich ein bisschen Hartplastik, das ist aber völlig normal. Hier und in der Tür haben wir so ein Material, was so ein bisschen ja, carbonmäßig aussieht. Die Tür auch schön ausgestaltet da vorne. Hier haben wir auch so ein weicheres Plastik, gut gemacht, klar. Und ein abgeflachtes Lenkrad. Wir haben hier vorne ja, eben ein 12 Zoll großes digitales Cockpit. Und das ist gut. Hier haben wir 10 Zoll Größe, was auch schön ist. Ne? Serienmäßig kommt allerdings dieses und dieses System in 7 Zoll. Hier haben wir das Instrument zum Steuern der Klima, induktive Ladebuchse haben wir hier zum Beispiel, Famo, die haben wir hier. Das ist ganz interessant, weil wenn wir den mal anmachen, ja, dann hört ihr natürlich nichts. Und dann können wir hier von Sport zu Normal, ja, dann hin zu Eco schalten und da ändert sich dann zumindest im Fahrbetrieb jeweils die Reichweite, was ganz interessant ist, seht ihr dann hier. Das haben wir natürlich beim anderen dann nicht, denke ich mal. Ansonsten hier eine Armauflage, okay, wird der andere auch haben. Klavierlack haben wir hier, Parkpiepser können wir hier anmachen zum Beispiel. Hier haben wir dann, schaut mal hier, dieses automatische Parken. Wir haben hier toter Winkelwarner, Spurhalteerkennung, Schildererkennung, alles um Teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Da ist man stolz drauf bei Opel. Heller Himmel ist hier auch. Aber was wir jetzt machen, ist uns einfach mal anschauen, was der Punkt ist. So, jetzt gehen wir natürlich wieder raus und vielleicht schauen wir uns noch schnell die Rückbank an. Einfach, dass ihr sie auch mal gesehen habt, gehört bei so einem B-Segment-SUV natürlich einfach ein bisschen dazu. Auch würde ich sagen, Rückbank. Und jetzt schauen wir uns noch den anderen an. Jesse geht immer andere Wege wie ich, aber irgendwann treffen wir uns dann meistens doch. Also, kommt rein. So, hier. Ja, kommen wir zum Innenraum und mal ganz im Ernst, wie geil ist eigentlich die GS-Line? Wir haben hier jetzt Stoffsitze, rot, grau, schwarz, schöne Maserung, nenne ich es mal, schöne Struktur in der Mittelbahn, schon ganz gut. Und der Unterschied ist, ihr seht nicht so richtig, was ich sehe, aber es ist dunkel hier drin, das finde ich gut sportlich. Wir haben hier so rote Zierelemente zusätzlich drin, was mir auch sehr gut gefällt, ehrlich gesagt. Ja, und ansonsten haben wir nicht viel Unterschied. Macht aber nichts. Da vorne kann ich euch noch zeigen, hier ist eben der Verbrenner. Heißt, wir haben hier nicht die Funktion fürs Laden und fürs Rekuperieren. Auch hier, wenn wir auf Fahrzeug drücken, haben wir ja bei den Fahrhilfen nicht die Anzeige dann für den Stromfluss, weil wir haben ja keinen Stromfluss, wir haben hier einen Verbrenner. Ansonsten kann ich kaum Unterschiede feststellen. Wenn ihr einen feststellt, gebe ich euch ein Bier aus. Wenn ihr jetzt an der Stelle aufs Fahren wartet, dann kann ich euch nur sagen, das machen wir in unseren beiden ausführlichen Reviews. Jesse zum Mokka E, ich zu dem hier. Schaut da gerne rein. Macht ja keinen Sinn, das doppelt zu machen, oder? Und ja, jetzt schauen wir uns auch noch hier die Rückbank an. Und was ich jetzt mit euch mache, ist einfach ein Fazit. Ja, und im Fazit ist es natürlich interessant. Da muss man jetzt natürlich ganz deutsch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Puh, also der hier.
Ne, fangen wir mit dem an. Der hier beginnt bei unter 20.000 Euro, bei 19.950 Euro. Und jetzt kommt er vielleicht mal mit, wir schauen sie uns noch beide von hinten nochmal an. Jesse überholt mich. Jedenfalls beginnt er mit 100 PS, Handschaltung, 1,2 Liter Dreizylinder Benziner bei unter 20.000 Euro. So wie er hier steht, mit 130 PS, 8-Gang-Automatik, liegt da etwas über 24.000 Euro. Für die GS-Line kommt noch ein bisschen mehr dazu. Der hier ist erheblich viel teurer. Und da sagt ihr so, oh, 34.000 Euro etwa für den. Erstmal ist er ein bisschen teurer geworden, weil es die niedrige Ausstattung nicht mehr gibt. Zum anderen ist der hier wohl ausverkauft bis September 21. Den hier bekommt er einfach. Ne? Das liegt natürlich wie bei allen Herstellern dran, dass es schwierig ist, viele Elektromodelle natürlich auf den Markt zu bringen. Das haben leider alle, aber ab September hat uns Opel versprochen, gibt es dann wieder welche wohl. Und ihr könnt den auch bestellen, vor allem in den höheren Ausstattungsvarianten. Jedenfalls, er beginnt bei 34.000 Euro und sagt er, aber es sind noch 10.000 Euro mehr. Stimmt, aber ihr bekommt ja auch fast 10.000 Euro Förderung für den. Und dann liegt er etwa bei 24.000 Euro und das sind nur noch 5.000 Euro mehr als der im Einstieg. Und das ist ein Knüller, weil ihr bekommt hier diese Elektromöhre und ich habe euch das schon beim Corsa E gesagt, zu einem Traumpreis, weil natürlich zur Hälfte der Staat, zur Hälfte der Hersteller Geldgeschenke verteilt. Ob das richtig ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber deshalb ist der auch so beliebt. Ein Drittel der Kunden nehmen wohl den, zwei Drittel den. Wie viele Kunden den nehmen würden, wenn es den in ausreichender Stückzahl in den niedrigen Ausstattungsvarianten schon gäbe? Das wäre natürlich sehr spannend. Übrigens, unser Kooperationspartner GoLeasy, die stehen auf dieses Video, weil die Leasingpreise für den, die werden grandios und für den, das müsst ihr bei GoLeasy schauen, was machen die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern. Wir sind dafür da, für euch das garantiert beste Topmodel zu suchen. Ne? Und wenn es für ein Model nicht reicht, dann nehmt ihr halt ein Topmodell einfach und oder beides. Opel hat gesagt, beides, Auto und Models, passt ganz gut zusammen. Ich finde Heidi Klum schrecklich. Hier seid ihr gelandet bei der Carcrash Review. Abonniert gerne den Kanal, macht mich froh und sorgt dafür, dass Heidi Klum endlich auch mal wieder ein Wurschtbrot, sagt man badisch, ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen.